Wir denken jeden Tag zwischen 80 bis 100.000 Gedankenketten. Eine Gedankenkette könnte zum Beispiel sowas sein, dass du dein Mailfach öffnest und die Zahl von 100 ungelesenen E-Mails siehst. Sofort denkst du, oh Gott, das werde ich niemals schaffen. Ich werde heute Abend bestimmt wieder länger brauchen und dann ist mein Freund wieder richtig sauer. Und ich muss mir doch noch was ausdenken zum Wiedergutmachen. Eigentlich wollte ich mich doch noch um das Geburtstagsgeschenk kümmern und ich wollte Sport machen und die Steuererklärung. Und eigentlich wollte ich mir doch noch was kochen. Zum Glück ist uns nur ein winziger Bruchteil dieser Gedankenketten bewusst. Und trotzdem fühlt sich der Kopf oft so voll an, dass sich alles nur noch dreht. Diese Meditation kann dir helfen, mehr Ruhe in deinen Kopf zu bekommen. Denn dein Gehirn funktioniert wie deine Muskeln am Körper. Wenn du oft übst, schwere Dinge zu heben, werden deine Armmuskeln größer. Wenn du oft übst, deine Gedanken zu beobachten und sie auch lernst loszulassen, wird dein Gehirn besser darin. Regelmäßiges Üben ist hierfür am besten. Studien zeigen immer wieder, dass 7 Minuten Meditation pro Tag helfen, gelassener und zufriedener zu sein und deine Konzentration zu verbessern. Suche dir am besten eine feste Tageszeit, zu der du das Meditieren übst. Das erleichtert es deinem Gehirn, sich schneller auf diese Übung einzustellen. Und sei nicht enttäuscht, wenn das Meditieren dir anfangs schwer fällt. Das ist ganz normal. Wenn du nie laufen gehst und du willst jetzt auf einmal joggen gehen, dann wird dir das auch nicht von Tag 1 Spaß machen. Gönn dir etwas Zeit, dich daran zu gewöhnen. Lass uns starten. Setze dich am besten bequem und aufrecht hin, sodass du wach und gleichzeitig entspannt bist. Du kannst dich auf einen Stuhl setzen oder auch auf ein Kissen, im Schneidersitz oder im Kniesitz. Lege deine Hände in deinen Schoß oder auf deine Knie. Schließe deine Augen, wenn du magst, oder fokussiere einen Punkt, sodass deine Augen im leichten Winkel nach unten schauen. Nimm als allererstes 3 tiefe Atemzüge. Atme durch die Nase ein. Spür, wie sich dein Bauch aufbläst und atme wieder aus. Komm in deinem Körper an. Atme nochmal tief ein. Und wieder aus. Lass dich mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr in den Boden einsinken. Nochmal einatmen. Und ausatmen. Nimm dann die Kontaktpunkte zwischen dir und deinem Körper wahr. Wo fühlst du den Untergrund? An deinem Po? An deinen Beinen? An deinen Füßen? Nimm auch die Stelle wahr, wo deine Hände deine Beine oder deinen Schoß berühren. Schau nochmal, ob du wirklich aufrecht sitzt. Manchmal hilft es, wenn du dir vorstellst, dass dich ein unsichtbarer Faden an der obersten Kopfeskrone nach oben zieht, sodass du ganz aufrecht und ganz würdevoll dasitzt, wie ein König oder eine Königin. Suche dir dann einen Punkt in deinem Körper aus, wo du deine Atmung gut spürst. Vielleicht am Bauch. Oder in der Brust. Oder auch am Eingang deiner Nasenlöcher, wo du einen ganz leichten Luftstrom spürst, wenn du einatmest und wieder ausatmest. Das Schöne beim Meditieren ist, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Du darfst dich einfach nur beobachten.
Du musst nichts verändern. Alles darf da sein. Wie fühlt sich deine Atmung heute an? Tief oder eher flach? Schnell oder eher langsam? Versuche deine Atmung wertfrei zu beobachten. Und nimm alle Phasen der Atmung wahr. Die Einatmung, die kurze Pause, bevor du wieder ausatmest. Und dann die erneute Einatmung. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, mit der Aufmerksamkeit bei deiner Atmung zu bleiben und du erste Gedanken in deinem Kopf hast, die dich mitnehmen wollen, dann nimm diese Gedanken als Gedanken wahr. Auch sie dürfen da sein. Stell dir dann vor, dass du ein weißes Blatt Papier vor dir liegen hast. Und du darfst jetzt alle Gedanken, die in deinem Kopf umherschwirren, auf dieses Papier aufschreiben. Schreib alles auf, was dir einfällt. Und wenn dir nichts mehr einfällt, nimmst du das Blatt Papier und bastelst daraus einen Papierflieger. Und jetzt stellst du dir vor, dass du zu einem Fenster gehst. Du öffnest es und lässt deinen Papierflieger mit all deinen Gedanken fliegen. Schau ihm nach, wie er immer kleiner wird und immer höher steigt und all deine Gedanken mitnimmt. Und wenn er so klein geworden ist, dass du ihn nicht mehr sehen kannst, dann schließe das Fenster und kehre an deinen Platz zurück. Finde jetzt erneut den Punkt in deinem Körper, wo du deine Atmung spürst. Und beobachte deine Atmung auf ein neues. Beginne langsam deine Aufmerksamkeit auf den ganzen Körper auszudehnen. Spüre, wie du hier sitzt. Ganz ruhig, ganz friedlich. Intensiviere nun langsam deine Atmung und beginne Hände und Zehen zu bewegen. Lass deine Finger kreisen, deine Handgelenke. Vielleicht willst du deinen Nacken ein wenig dehnen und von links nach rechts bewegen. Und öffne dann langsam deine Augen. Lass dir noch einen Moment Zeit, diese Übung nachwirken zu lassen. Wie ist es dir ergangen? Konntest du dir das Bild mit dem Papierflieger vorstellen? Wie fühlt sich dein Kopf jetzt an? Wie hat sich deine Atmung angefühlt? Und auch wenn es dir schwer gefallen ist, ist das völlig in Ordnung.
Nicht jedes mentale Tool funktioniert für jeden. Probiere deswegen so viel wie möglich aus und wiederhole die Übungen, die sich für dich gut anfühlen. Bis bald.